Ein 4,5 Hektar großes Grundstück, 12 Schaugärten und 34.000 verschiedene Pflanzen. Seit 1913 wird das Anwesen des Royal Hospital Chelsea in London jedes Jahr im Mai zur wohl berühmtesten Blumenausstellung der Welt. Mit mehr als 150.000 jährlichen Besuchern. Für über 70 Jahre war die verstorbene Queen Elizabeth II. Eine begeisterte Besucherin der Chelsea Flower Show. Zum diesjährigen Sommerauftakt lässt sich natürlich auch die neu gekrönte Königin Camilla die traumhaften Gärten nicht entgehen. In ihrem Look wird die 75-Jährige selbst Teil der Kulisse. Die Königin bezaubert in einem Seidenkleid voller Blümchen der bekannten royalen Couture-Designerin Fiona Clare und versinkt damit im bunten Blumenmeer. Auch König Charles genießt die Pflanzenausstellung. Er ist dafür bekannt, dass er selbst gerne gärtnert. Das Königspaar bekommt bereits am Tag vor der offiziellen Eröffnung am 23. Mai 2023 eine persönliche Führung durch die idyllische Gartenlandschaft. Tief versunken schnuppert sich Camilla durch die verschiedenen Düfte der Blumen. So wie auch für ihre Vorgängerin wird die jährliche Chelsea Flower Show in London für Königin Camilla nicht nur ein Herzenstermin, sondern der perfekte Start in den Sommer.